Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von 3 Fragen, 3 Antworten, dem Podcast der 3 gegen 3 Liga Köln. Heute ist bei uns Michael Rentschler, Verbandssportlehrer des WFV, des Württembergischen Fußballverbands, Fußballlehrer, Sportwissenschaftler, ein Mann mit langjähriger Trainererfahrung im Leistungsbereich. Unter anderem war er Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft, sodass wir sehr froh sind, dass er sich heute die Zeit nimmt, unsere 3 Fragen zu beantworten. So, Michael, lass uns mit den Fragen gleich loslegen. Frage 1. Du warst Teil der DFB AG Kinderfußball. Wie und aus welchem Grund ist diese AG entstanden und auf welche Weise habt ihr die DFB-Reform im Kinderfußball letztlich erarbeitet? Das ist eine fantastische Frage, die natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten ist, beziehungsweise vielleicht ein ganz klein wenig länger ausholen möchte. Seit 2008 haben wir das Thema bei den Verbandssportlehrerseminaren gehabt, mit dem DFB zusammen, das Thema 1 gegen 1 zu verbessern. Und wir haben das unglaublich häufig immer aus der Perspektive der Methodik betrachtet. Also wie können wir das besser trainieren? Welche Tipps können wir da besser geben? Und 2016 war wieder so ein Verbandssportlehrerseminar, nur auf Ausbilderebene. Und ein Kollege aus dem Niederrhein, der Gerd Bode, hat eine fantastische Methodik erklärt und dargestellt, wie kann man denn das 1 gegen 1 wirklich richtig gut trainieren. Das war sensationell. Leider gibt es da zu wenige, die da noch drauf anspringen. Das ist wirklich sehr schön. Und wir Württemberger, wir haben schon seit Jahren einen Ansatz gehabt oder einen anderen Ansatz gefunden, indem wir gesagt haben, das eine ist natürlich immer das Trainieren, viel wichtiger ist das Spielen. Und das Spielen ist natürlich etwas, was uns aufgefallen ist, seit wir uns mit dem Thema 3 gegen 3 im Kinder- und Jugendfußball und im Bambini-Fußball beschäftigt haben, dass wir vielleicht auch sagen können, das ist sehr, ich kann es nicht empirisch belegen, aber wir haben seit 2004 Bambini-Fußball in Deutschland. Und seit vielleicht 2006, 2007 ist es auch so, dass eigentlich alle Kinder auch schon im Bambini-Bereich anfangen, Fußball zu spielen. Und dadurch wird es eigentlich auch immer schwieriger, dass wir Quereinsteiger bekommen. Und wir könnten jetzt aber auch sagen, dass wir angefangen haben, Bambini-Fußball anzubieten. Aber es war kein Bambini-Fußball-Spielen, sondern es war häufig, auch weil es schon um Wettbewerbe, um Gewinnen ging, ein Bambini-Fußball-Trainieren. Und wir hatten schon immer gesagt, ganz wichtig ist, dass wir Spielformen, Spielgelegenheiten schaffen müssen. Denn letztendlich ist es immer so, der Wettkampf gibt auch vor, was dann passiert im Training. Und es gab schon seit über 20 Jahren, gibt es diese 4-gegen-4 Turniere, die kamen damals aus Frankreich und der Schweiz im süddeutschen Raum zu uns nach Württemberg. Und wir hatten dann schon seit 20 Jahren immer wieder einen Kinderfußballtag, einen Willkommenstag für junge Fußballer, wo es Tag des Kinderfußballs hieß das als Veranstaltungsmarke. Und da wurde dann 4 gegen 4 mit wechselnden Mannschaften gespielt. Also nach jeder Spielrunde gab es eine neue Zusammenstellung, wurde ohne Großtore, ohne Wertung dann gespielt. Und alle fanden das immer toll als Spielfest, aber als Rundenspielbetrieb oder als Regelspielbetrieb war dann doch die Vorbehalte relativ groß. Und wir haben dann tatsächlich auch 2016 angefangen, 3 gegen 3 im Bambini-Fußball dann als Regelspielbetrieb dann versucht, dann in den Verband zu bekommen. Um nochmal ganz kurz auf die AG Kinderfußball zurückzukommen. Wir hatten also schon einen sehr großen, längeren Prozess. Sehr stark war immer die Methodik im Vordergrund. Wie kann ich ein besseres Ausspielen, Trainieren eines Gegners? Und wir hatten dann 2016 das erste Mal so zusammengelegt, dass das eine sicherlich die Methodik ist und das andere ist natürlich Spielangebote zu schaffen, die auch wirklich ein 1 gegen 1 fördern. Und so ist dann letztendlich diese AG Kinderfußball entstanden. Es gab dann auch mit dem Markus Hirte beim DFB einen, der so verantwortlich dann auch mal gemacht worden ist für dieses ganze Thema. Und so nahm dann im Jahr 2017 diese AG so langsam dann Fahrt auf. Man hat dann gesagt, Mensch, die Verbandssportlehrerkollegen, die da mit dabei waren, haben sich getroffen.
Man hat gesagt, Mensch, lass uns doch vielleicht noch andere Experten mit dazu nehmen, die Erfahrung gesammelt haben mit alternativen Spielformen. Funino als Spielform gab es ja auch schon sehr, sehr lange mit Horst Wein als Gedankenmodell. Und so ist dann die AG immer weiter gewachsen und hat sich dann immer mehr dann ausgetauscht mit dem jetzigen Ergebnis, dass es ja zu Veränderungen im Kinderfußball kommen soll. Ja, danke dir für den umfassenden Einblick, wie das so entstanden ist nach und nach, wie es sich auch bei euch entwickelt hat. Wie ist es denn, jetzt Frage 2 sozusagen, wie ist es denn bei euch jetzt in Württemberg? Also seit wann und in welchen Altersklassen setzt denn Württemberg das 3 gegen 3 auf Verbandsebene ein und wie ist da so eure weitere Planung? Also wir haben natürlich auch einen längeren Anlauf gebraucht. Also es war natürlich nicht so, als wir gesagt haben, Mensch, wir spielen jetzt 3 gegen 3, dass alle Hurra gerufen haben. Wir hatten da schon 2 Jahre sehr hart darum zu kämpfen mit Veranstaltungen bei den Vereinen auf Bezirksebene. Bei uns, wo wir die ganze Sachen vorgestellt haben. Und wir haben dann letztendlich so mit den Durchbruch bekommen, als wir dann auch das 3 gegen 3 in unsere Ausbildung mit integriert haben, in die Trainer-C-Ausbildung, wo es verpflichtend ist, dann auch einen Bambini-Spieltag dann zu organisieren und durchzuführen. Und jetzt seit 2 Jahren kann man wirklich sagen, dass wir es geschafft haben, dass es den Regelspielbetrieb 3 gegen 3 im Bambini-Fußball gibt. Und zwar auch damals, als wir das ist vielleicht meiner Ansicht nach nach wie vor das Wichtigste, als wir da angefangen haben beim Bambini-Fußball, dass wir auch hergegangen sind, dass wir gesagt haben, jedes Kind soll am Samstag Fußball spielen dürfen. Und zwar nicht nur 2 Minuten oder mal so 1 Minute, sondern eine klare Spielzeit von 25, 30 Minuten. Jedes Kind soll da spielen dürfen. Und wir haben auch gesagt, es ist extrem wichtig, dass eine Veranstaltung nicht zu lange geht. Uns war es auch wichtig, dass Gleichstarke gegen Gleichstarke spielen sollen, sodass man dann möglichst diese großen Ergebnisse, diese Frustergebnisse dann nicht hat. Und ja, so sind eigentlich unsere Vorgehensweise gewesen. Und seit 2 Jahren können wir damit jetzt wirklich sagen, wir haben es geschafft, dass der Regelspielbetrieb bei den Bambinis 3 gegen 3 ist. Wir hatten dann auch die Vorstellung eigentlich, dass wir nach dem 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 bei den F-Junioren weiterspielen. Das wurde uns dann aber erstmal, muss man dann so einen Kompromiss eingehen, denn wir hatten Verbandstag. Der Verbandstag ist das oberste Gremium bei uns in Württemberg. Da gab es einen Antrag, dass alles gekippt wird, was im Kinderfußball erreicht wird und dass auch vor allem bei den F-Junioren das gekippt werden soll. Und wir wollten dann die Bambinis retten und haben dann letztendlich erstmal darauf verzichtet, bei den F-Junioren weiterzumachen und eine andere Art des Spielens dann einzuführen. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass man mit dem Rückenwind dieser großen Power, dass es dann auch deutschlandweit ist, dass wir das dann auch weiterführen können und dann hoffentlich dann auch im Kinderfußball zu besseren Spielformen kommen. Ja, genau, auf den Rückenwind hoffen wir, dass wir den alle mitnehmen können, der ja vom DFB jetzt langsam so runterweht und dann sich entsprechend verbreitet. Dritte Frage, Michael, du bist ja nun wirklich ein ausgewiesener und sehr erfahrener Fachmann des Fußballs. Ja, hast viel Erfahrung in vielen Bereichen. Was sind denn für dich die wichtigsten und positivsten Effekte der kleinen Spielformen? 3 gegen 3, 2 gegen 2, 5 gegen 5 hast du schon erwähnt, da gibt es ja viele, je nachdem, wie man die kleinen Teams dann zusammenstellt. Wie siehst du das so kurzfristig und langfristig? Ja, also ich glaube, wir müssen uns nicht drüber unterhalten. Das Wichtigste ist letztendlich Spielerfahrung zu sammeln. Und das Zweite ist, dass möglichst viele Kinder Fußball spielen, wirklich spielen dürfen. Und vor allem, was uns eigentlich immer wichtig war, dass es nicht immer um das Ergebnis denken geht. Denn wir sehen natürlich auch das Verhalten bei den Profis. Wir sehen das Verhalten über alle Spielklassen, auch im Kinder- und Jugendbereich, immer wenn es um irgendwelche Titel, um irgendwelche Drucksituationen geht, dass sich das Spielverhalten ändert. Ja, das heißt, wenn es darum geht, noch unbedingt einen Pokal zu gewinnen, dann schießt man den Ball halt ins Aus, anstatt vielleicht nochmal eine andere Lösung dann zu finden. Und das ist natürlich fatal für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Das Zweite, was wir feststellen müssen, wir haben ein großes Problem beim Mädchenfußball, dass viele Mädchen nicht mehr zum Fußballspielen kommen. Auch da sehe ich eine riesige Chance in diesen neuen Kinderspielformen, dass es viel einfacher ist, für Mädchen da mit dazukommen. Ich fand es auch klasse von den Holländern, die verpflichtend es gemacht haben, dass Mädchen bei so Kinderspieltagen dann mit dabei sind, dass sie mit zu einer Mannschaft gehören. Aus dem Grund haben beispielsweise die Niederlande einen unglaublichen Boom im Frauen- und Mädchenfußball erlebt. Und das Zweite ist, wir beklagen uns seit mehreren Jahren über diese Dropout-Problematik. Und diese Dropout-Problematik ist ganz klar schon seit zig Jahren bekannt, dass die Kinder, die aufhören mit Fußballspielen, drei Argumente bringen. Wir haben keine Erfolgserlebnisse, es macht keinen Spaß, wir spielen nicht und der Trainer ist schlecht. Diese drei Argumente gibt es schon immer. Man ist da nicht ganz so offen bei den Fußballverbänden, um das dann zuzugeben und dann auch vielleicht dieser Wille darauf dann etwas zu verändern. Das muss man dann auch fairerweise sagen. Da ist dieser Umgestaltungswille, dieser Leidensdruck ist noch zu gering, um dann wirklich fundamental etwas zu ändern. Und von daher ist es für mich unglaublich wichtig, spielen, 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 selber Erfahrungen zu machen. Und dieses Spielen hat vor allem dann auch einen riesigen Effekt auf die Trainingsarbeit unter der Woche. Das heißt, dass dann auch hier, wenn spielen und alle müssen spielen, dann muss ich mich um viel mehr Kinder kümmern, dass sie auch zur Spielerfahrung kommen und dass wir weniger trainieren. Wir haben dann schon auch festgestellt bei den Bambinis, ja, dass die Leistungsheterogenität, die Leistungsstärke unglaublich auseinandergegangen ist. Und durch das bisherige Wettspielsystem, durch dieses Gewinnen und Verlieren, wurden vor allem natürlich Mannschaften belohnt, die vielleicht 3, 4 gute Spieler hatten, die miteinander gut Fußball spielen konnten, passen konnten, so Passmaschinen waren, die haben dann die Spiele gewonnen. Und andere Mannschaften, die vielleicht nur 1 oder 2 Spieler hatten, die konnten da nicht mehr mithalten und waren dann letztendlich immer unterlegen. Und letztendlich haben wir da viel zu viele Spieler verloren. Die Guten aus der etwas schwächeren Mannschaft hatten dann keine Lust mehr, konnten sich dann nicht durchsetzen, haben keine Erfolgserlebnisse gehabt, wurden nicht entsprechend gefördert. Und die Mannschaften, die dann zu viert mit 10-0 dann häufig dann gewonnen haben, mit sehr hohen Ergebnissen, die waren letztendlich deutlich unterfordert. Und sie haben vor allem eines nicht gelernt, Entscheidungen zu treffen, selber gehen, ein Dribbling oder zu passen. Wann ist jetzt der beste Moment des Passes und wann ist der beste Moment des Dribblings? Und letztendlich geht es im Fußball immer um beides. Wir brauchen beides. Die Zahlen sind eindeutig, 50% aller Tore werden durch einen Pass vorbereitet, 50% aller Tore werden durch ein Dribbling vorbereitet. Von daher müssen wir einfach Sorge dafür tragen, dass gespielt wird, dass in kleinen, überschaubaren Organisationsrahmen gespielt wird, dass alle Erfolgserlebnisse haben. Und ich bin ja noch einer der älteren Generation. Bei uns gab es noch den Bolzplatz und man ging danach dann noch mit auf den Bolzplatz. Und ich kann das immer nur wiederholen, dass vieles, was wir jetzt diskutieren, auf dem Bolzplatz eigentlich selbstverständlich ist. Es ging immer um selber ausprobieren. Jeder hat so seine Position gefunden, die ihm eigentlich gepasst hat. Man hat häufig auch verschiedene Positionen spielen müssen. Dann gab es auch so freie Regeln, wenn einer gefehlt hat, okay, dann macht bei einer Mannschaft der Letzte, nimmt die Hand. Dann hat man dann das wieder ausgeglichen. Wir haben dann festgestellt, naja, wenn das Spiel dann mal 3 oder 4-0 gestanden hat, dann hat man automatisch gesagt, komm, lass uns neue Mannschaften machen. Lass uns dann vielleicht noch irgendwelche anderen ergänzenden Angebote machen, wie Lattenschießen oder sonstige Dinge. Und im Prinzip geht es meiner Ansicht nach in diesem Kinderfußball genau diese Elemente wieder zu reanimieren und diese Kreativität, die in den Kindern steckt, dann auch zu wecken. Michael, vielen, vielen Dank. Ja, für die Einblicke in den Status quo und die Planungen beim WFV und generell über die Entwicklung da zu den neuen Spielformen und die Pläne. Wir drücken fest die Daumen, dass es genauso kommt, wie du es schon angekündigt hast und ihr euch das wünscht, dass ihr auch den Rückenwind dann jetzt mitnehmen könnt und das dann halt nach und nach in den Altersklassen vorantreibt. Da hoffen wir mal drauf. Danke dir. Ja, ich danke dir, Thomas.